Und schon wird mir das viel zu schnell, denn mein Medikament ist eingetreten wie die Wohnungstür von Kriminellen. Du kannst ruhig weiter Geschichten erzählen, doch prinzipiell steck ich meinen Schwanz in den Boden hinein und fick die Welt. Der unglaublich, Maus den Kalle. Boom, boom, Jiggy, bang, bang. Au, au, wenn er kein Breakdance kann, macht er den Headspin nackt aus dieser. Boom, boom, Jiggy, bang, bang. Hallo. Zu der heutigen Analyse. Ich hab dünn gemacht und mein Poloch brennt. Bitte rufen Sie die Feuerwehr umgehend. Ey, Apache, der Gangster, der ab und dann mal sein Tanzbein schwingt. Freunde, was geht? J-Jiggy am Start. Once again back is the incredible. Hier sind wir wieder zusammen. Meine verehrte Sif-Community. Wie geht's euch heute? Ich hoffe doch gut, wunderbar. Wir geben uns heute einen Track von jemandem, der mich wirklich flasht, der mich kickt, den ich echt sehr, sehr interessant finde, sehr, sehr individuell. Nämlich Sarah Connor. Nee, Quatsch. Warum bringe ich diesen Witz die ganze Zeit? Apache 207 hat auf jeden Fall komplett mein Interesse. So. Macht jetzt eigentlich so überhaupt nicht diese Musik, die ich mag. Und trotzdem mag ich die Musik. Dieser Style ist einfach total eigen. Ich finde sein Auftreten sehr, sehr cool. Ich finde, es ist ein cooler Typ, der irgendwie Unterhaltungsfaktor mit sich bringt. Rap ist es meiner Meinung nach nett, obwohl Rap-Elemente drin sind. Naja, gut, wir ziehen uns das rein. Ich bin auf jeden Fall wirklich gespannt. Sein letzter Song, Roller, habe ich einen brutalen Ohrwurm von. Allerdings, ich weiß nicht so, Apache ist für mich, also wenn er eine Schwäche hat, ne, dann wäre das für mich das Lyrische, die Texte, so, ne, die sind zwar geil, alles geil, Melodie und geht voll ins Ohr, ist geil halt so, was willst du sagen, ne, aber wenn du dir wirklich die Texte genauer anguckst, was ich schon zugegebenermaßen manchmal krankhaft tue, ne, dass ich so viel zu krass darauf achte, anstatt einfach mal den Song zu fühlen, so, ne, aber bei der Stelle, reden mir von Koks und von Messerstechereien, doch müssen direkt los, wenn die Roller wieder schreien. Denke ich mir so, hätte er nicht gesagt, reden mir von Koks, sondern labern mir von Koks und von Messerstechereien und in der nächsten Zeile nicht, doch müssen direkt los, sondern aber müssen los, wenn die Roller wieder schreien. Labern mir, da hätte er diese A-Silbe gehabt, da hätte er labern mir von Koks, aber müssen losreimen gehabt und es wäre lyrisch auf jeden Fall anspruchsvoller gewesen, meiner Meinung nach. Plus er hätte die A-Silbe gehabt und die A-Silbe ist ja die Silbe, die sich eigentlich so am besten so singen, grölen, schreien, sonst was lässt. Das irgendwie ist es bei mir die ganze Zeit so drin. So, wenn ich unter der Dusche stehe oder hier rumlaufe, immer labern mir von Koks und von Messerstechereien. Aber müssen los, wenn die Roller wieder schreien. Yeah! Wie dem auch sei, ich bin gespannt. Apache 207, 200 km/h, diesmal auf dem Fahrrad oder was? Mal gucken, ob er am Ende des Videos wieder rennt, Freunde. Wir geben uns das, ich bin gespannt. Let's do it! Ach so, wundert euch bitte nicht über meine Kameraeinstellung. Ich weiß nicht warum, ich hatte schon bei der Bushido-Analyse bzw. bei der Reaction gemerkt, dass irgendwie meine Kamera heute nicht so möchte, wie ich es gerne hätte. Auf jeden Fall schon wieder die hochgezogenen Nike-Socken am Start. Maybe Friendo, wie beim letzten Video, heute sind sie bei mir nicht weiß, sondern schwarz. Man soll es kaum glauben, ich habe mir wirklich schwarze Socken geholt. Tennissocken for life, Alter. Ich ziehe nichts anderes an, außer weiße. Eigentlich zu 90% weiße, aber ausnahmsweise heute mal schwarze Tennissocken. Let's do it. Geil. Einfach nur Hammer, mein Intro schon wieder. Einfach nur geil. What? 14 Uhr, ich wach auf. Hotelzimmer ist das an, ruft mich schon. Ich find's direkt geil. Weißt du, an was mich das erinnert? An diese, ich weiß gar nicht, ich will nicht sagen Venga Boys, das klingt voll abwertend so. Aber an diese 80s, 90s Musik von früher. Call it Mr. Vane, da 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 da. I saw you crying at the discotheque. Diesen Vibe vermittelt er mir irgendwie. Er catcht genau das Gefühl, was damals, oder er trifft genau das Gefühl oder vermittelt genau das Gefühl, was damals diese, ich weiß gar nicht, was die Bezeichnung dafür ist, aber
diese alten Songs so aus den 80ern bei mir treffen, wirken, ausüben. Ich wach auf, Hotelzimmer ist das an, ruft mich an, oh Bruder, bitte komm raus. Session, Session, du musst representen, neben mir liegt ne Frau. Ich muss jetzt los und sie guckt mich an, oh guck nicht so, ich weiß auch. Abgefuckt, du musst selbst beenden. Guck nicht so, hä, Schatz, guck nicht so. Bei Apache, das ist auch krass, ist der, wie alt ist der, 22, 23? Für mich sieht der Real Talk so gar nicht so, ich meine, vielleicht wirkt es auch nur so sein Standing oder so, aber für mich wirkt der wie, also wenn du mir sagst, der ist 35, sage ich, okay, ja. Auf jeden Fall schöne Chaya hier neben sich im Bett liegen. Eine Chaya im Bett liegen, die bereit ist für diverse Sexspiele. Ey. No, Bruder, bitte komm raus. Session, Session, du musst representen. Neben mir liegt ne Frau. Ich muss jetzt los und sie guckt mich an. Oh, guck nicht so, ich weiß auch. Abgefuckt, du musst selbst beenden. Spät, die weiß, was. Guck mal, mir fällt halt bei ihm auf, das ist genau dieses, in zwei Zeilen reimt er immer, ich will nicht sagen, die ganze Zeile reimt er nicht, aber er hat immer zwei Reime in einer Zeile. Das ist genau wie bei dem Rollerbeispiel, was ich gerade gesagt habe. Reden mir. Bei ihm sind es immer nur ist halt eine Silbe so. Er macht halt das nur mit Vokalen. Das sind eigentlich gar keine Wörter, die sich reimen und es ist wirklich auch nur ein Vokal, der immer den gleichen Laut hat, logischerweise dann. Reden mir von Koks und von Messerstecherei. Aber müssen los, wenn die Roller wieder schreien. Und her, genau das Gleiche. 14 Uhr, ich wach auf. Hotelzimmer ist das an, ruft mich an. Oh Bruder, bitte komm raus. Session, Session, du musst representen. Representen, 16 Uhr, ich wach auf. Dapa, dapa, dam, dam, bam, bam, bam. Dapa, da, ich komm raus. Dapa, dapa, dam, dapa, enden. Oder irgendwie so. Neben mir liegt ne Frau. Ich muss jetzt los und sie guckt mich an. Oh, guck nicht so, ich weiß auch. Abgefuckt, du musst selbst beenden. Spät. Ja, okay, hier ist ein bisschen auf jeden Fall anspruchsvoller Flow so. Anspruchsvoll, anspruchsvoll, anspruchsvoll. Ich muss jetzt los und sie guckt mich an. Oh, guck nicht so, ich weiß auch. Abgefuckt, du musst selbst beenden. Sorry, ich drück wieder brutal auf den Stopp so. Ich muss mir das wirklich ein bisschen abgewöhnen so, aber mir fallen dann halt immer so viele Dinge ein. Ich find's lustig, wie er hier gerade guckt, nachdem er hier so in die Backe petzt, Alter. Ich muss jetzt los und sie guckt mich an. Oh, guck nicht so, ich weiß auch. Abgefuckt, du musst selbst beenden. Spät, die weiß, wann ich zipp. Auf dem Beifahrersitz. Bitch an Ampel, ich schwing. Und direkt im Auto, hä? Auf dem Beifahrersitz. Bitch an Ampel, ich schwing. Bro, mein Kopf ist gefickt. Zu jung, hab keine Weitsicht. Was ist richtig, was nicht? Sonnenbrille an. Fahr durch meine Stadt. Ich geb kein Fick, 200 km/h. Für alles, was ich sag, alles, was ich mach, kann ich später mal nicht bar bezahlen. Ich hab die Sonnenbrille an. Fahr durch meine Stadt. Ich geb kein Fick, 200 km/h. Für alles, was ich sag, alles, was ich mach, kann ich später mal nicht bar bezahlen. Ja, Digga, es ist da, ich weiß gar nicht, so eigentlich dürfte ich zu sowas gar keine Analyse machen, weil es ist eigentlich prinzipiell überhaupt kein Rap oder keine Reaction machen, weil es ist ja kein Rap. Er rappt zwar schon irgendwie, es ist so eine Mischung aus R&B, Rap und Trance. Ist es Trance? Ich weiß es nicht so. Ich fühle den Vibe trotzdem komplett halt, muss ich wirklich sagen. So, ich finde, das hat alles seine ganz eigene Farbe und seinen ganz eigenen Geschmack, Alter. Alles, was ich mach, kann ich später mal nicht bar bezahlen. Muss mich ablenken, Baby, so bist du auf. Muss hassen, keiner wird mir was schenken, Baby. Das ist einfach geil. Ich finde aber auch, ich gucke ihm so gerne zu bei seinen Moves, die er macht. Er performt halt auch geil. Das ist, ich finde es einfach geil. Allein wie er die Kippe wegschnickt, das finde ich einfach irgendwie geil. 4 Uhr morgens, ich rauch. Zu viel Gedanken, muss mich ablenken, Baby, so bist du auf. Muss hassen, keiner wird mir was schenken, Baby. Arbeit, Arbeit, kein Schlaf, wenig Zeit, sie bleibt dennoch bei mir. Ich denke mal, sie muss taub und blind sein. 100 Kilo, halbe Mio, schwerer Junge, Narben im Gesicht, denn vieles lief nicht, wie es sollte. Jetzt wendet sich das Blatt, heute haben meine Schuhe denselben Preis der Miete, den Mama nicht zahlen konnte. Ja, auch geil. Jetzt haben meine Schuhe denselben Preis. Im Gesicht, denn vieles lief nicht, wie es sollte.
jetzt wendet sich das Blatt. Heute haben meine Schuhe denselben Preis der Miete, den Mama nicht zahlen konnte. Versace. Versace. Apache. Versace. Sonnenbrille an. Und er will rennen und kann er mehr. Geil. Sonnenbrille an. Fahr durch meine Stadt. Ich geb kein Fick. 200 km/h. Für alles, was ich sag, alles, was ich mach, kann ich später mal nicht mehr bezahlen. Ich hab die Sonnenbrille an. Fahr durch meine Stadt. Ich geb kein Fick. 200 km/h. Für alles, was ich sag, alles, was ich mach, kann ich später mal nicht mehr. Geil! Fett! Was kommt ab 25.10.? Also Real Talk, es gibt wenig deutsche Rapper, von denen ich mir irgendwie eine CD oder so kaufen würde. Vielleicht 5. Apache ist dabei. Apache ist dabei, auch wenn es kein Rap ist, halt so, aber es, ich finde es einfach nur geil. Ja, fett. Fette Sache, unterhält mich komplett, finde ich komplett geil. Ich habe alles gesagt, Freunde. Einfach nur fett, Alter. Apache, Alter. Der Gangster, der ab und an mal sein Tanzbein schwingt. Pretty, pretty nice, Alter. Ja, Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ihr fandet es auch geil. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Video fandet. Ich sag's jetzt so lange in jedem Video, bis sich diese Zahl ändert, ja. Fast die Hälfte von den Leuten, die dieses Video sehen, haben nicht abonniert. Abonnieren! Die anderen gerne Glocke aktivieren, für die, die es schon getan haben. Ihr seid die Besten. Ja, schön die Glocke aktivieren, wie Quasimodo auch. Los geht's in den Tag hinein. Wir haben es noch sehr früh. 6:45 mittlerweile. Oh ja, da wird's hell. Vielleicht wird da mein Kamerabild auch besser. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag, habt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns ganz bestimmt.